kann mir auch super vorstellen, dass Fritz irgendwann zusammenbricht oder so, weil genau, der braucht so viel Futter. Wenn er das nicht schafft, dann geht Fritz auch krachen, bin ich mir sicher. Bei ihm steht und fällt alles mit dem Essen. Mit Runtime machst du es nicht besser, aber länger. Ausprobieren. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei einem klassischen Q&A zum Thema Seven vs. Wild. Ihr habt Fragen, ich habe jetzt ganz, ganz oft Kommentare gehabt und auch DMs, PNs und DQs. Also ich habe geschrieben, Martin, was nimmst du mit? Martin, was nimmst du mit zu Seven vs. Wild? Wie bereitest du dich vor, was tust du? Wir beide, nee, das ist voll. Also, was wir mitnehmen. Wir dürfen halt natürlich keinen Austausch stattfinden lassen hier von wegen irgendein Dit mit und Dit mit, sondern. Wir haben die Liste bekommen. Genau, wir haben jetzt eine Liste bekommen, jeder für sich. Und daraus können wir jetzt quasi auswählen. Nur mal ganz kurz zur Erklärung, was ist überhaupt Seven vs. Wild? Für die Leute, die jetzt gerade einschalten, denken so, wovon quatschen die, Alter? Wir werden im August, Chris, so wie auch ich, in der Wildnis in Schweden ausgesetzt. Für 7 Tage. Die Frage ist, wer kommt nach 7 Tagen wieder? Oder wer sagt vorher, ich hab keinen Bock und hört auf? So. Oder wer. Oder er stirbt. Oder stirbt. Also tatsächlich, muss ich gestehen, habe ich davor allergrößten Respekt. Hört sich erstmal nicht brachial an, aber stellt euch vor, eine Woche in der Wildnis mit nur 7 Gegenständen. Geht dich nicht Angst, geht dich nichts an, fragt Thema Klopapier. Nimmst du das Hygienekit? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich will das hier auch gar nicht groß ausfahren. Ich will nur mal ganz kurz. Hast du dich mal einen Arsch abgewischt ohne Klopapier? Also ohne Papier? In meinem Leben? Nee. Du? Na, ich hatte einmal den Struggle zu Hause, dass ich kein Klopapier hatte. Also kein Papier, nichts. Okay. Ich musste übelst kacken. Und dann habe ich mich rübergebeugt über die, eine Wanne? Badewanne. Ja. Mit der Sprühdings da. Mit dem Sprühkopf und dann ausgespült. Weißt du, dass das in Thailand zum Beispiel komplett gängig ist? Ja, die haben ja kein Klopapier. Ja. Also nicht auf vor diesen. Allem, wenn du das kennst, du hast ein bisschen durchfallen sowas und du wischst dir oft den Arsch ab, dass es einfach wund wird. Ja. Hast du bei Wasser nicht. Stimmt. Das spülst einfach ab. Ich habe nur Sorge beim Wasser, dass das nicht richtig abgeht. Arscher haut einen Euro rein. Danke dir. Was wird die größte Herausforderung für jeden von euch? Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du mal an. Meine. Ich weiß, was deine größte sein wird, aber. Ja. Meine größte Herausforderung ist. Die Einsamkeit. Arschloch, ja. 7 Tage lang komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Du weißt nicht, wie geht es dem Hund? Wie geht es der Familie? Was passiert gerade? Geht die Welt unter? Du sitzt da, verlierst wahrscheinlich auch noch völlig das Zeitgefühl, denn du hast keine Uhr, du hast kein Zeitmesser, nichts. Manchmal verzählst du dich auch und denkst, ey, morgen ist vorbei, dabei sind es noch 2 Tage. Ich glaube, du wirst anfangen, mit dir selbst einfach zu reden. Ich habe absolut eine ganz große Problematik mit der Einsamkeit. Also ich kann auch mal alleine sein, gar keine Frage. So 14 Minuten ist so der Rekord. Und dann ist aber auch schon Schluss. Dieser digitale Detox, also komplett nicht mit euch reden zu können, keine Storys zu machen, die Leute nicht am Leben teilhaben zu lassen zu können, das ist alles auf einmal weg, mit einem Schlag. Viele würden sagen, oh geil, brauche ich. Ich bin das komplette Gegenteil. Davor freue ich mich. Ich habe Angst vor der Isolation, bin ich ehrlich. Das ist meine größte Angst. Ansonsten habe ich vor nichts Angst. Weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man 7 Tage nichts isst. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man auf dem Boden schläft und sehr, sehr viel friert. Meine große Problematik wird einfach sein, dass ich habe so einen leichten, gereizten Magen oft, ne? Weil ich dann halt irgendwie die Scheiße reinbekomme und dann halt die ganze Zeit durchfallen und so eine Scheiße und. Du hast Angst quasi, dass dein Körper nicht mitmacht. Ja. Okay. Verstehe. Dass ich mit Bauchschmerzen da sitzen und so. Wie wirst du die Zeit nutzen und einen Standort bleiben oder jeden Tag woanders? Das dürfen wir ja nicht. Dürfen wir nicht. Wir werden. Jeder kriegt einen Spot. Genau. Der hat einen Umkreis, in dem man sich bewegen darf. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer das waren. Das kriegen wir alles noch gesagt. Aber auch aus sicherheitstechnischen Gründen. Genau, weil die suchen, also wir haben, ich glaube, wir kriegen auch einen Tracker, einen GPS-Tracker an den Körper. Mhm. Das werden wir irgendwo, ich meine, ich schlafwandel auch. Kann ja auch sein, dass ich dann einfach überläufe oder irgendwie so, wisst ihr? Oder ich wach bei dir auf plötzlich. Ja, ja. Nee, wird nicht passieren. Also wir haben sehr viel Freiraum. Aber gut, man weiß ja nie, was kommt. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn der Körper Fritte macht, weil, keine Ahnung, irgendwas passiert, dann hast du es nicht mehr in der Hand, dann kannst du nicht einfach weitermachen, weißt du? Das siehst du auch immer bei. Ja, aber guck mal, das Ding ist auch, du willst ja nicht als Einziger aussteigen. Du willst natürlich. Ich hoffe, du gehst dann einfach nach Hause, sag ich mal, und dann erfährst du, du bist der Erste oder der Einzige. Ja, das. Jemand. Ja, aber wenn dein Körper sagt, ey, Digga, es geht nicht, was willst du denn machen? Da würde Thomas Gast kommen und sagen, jetzt fängt Survival an, das ist Survival. Naja, klar, gut. Wer genau ist Thomas Gast? Alles klar. Machst du noch, ich habe auch eine Frage, machst du noch ein Training? Bereitest du dich noch irgendwie vor oder hast du irgendwas geplant? Du musst nicht sagen was, sondern nur ob. Ich denke schon. Ja? Nicht 7 Tage. Aber nee. Ich meine, ich habe jetzt, man muss dazu sagen, bevor ich dich kannte, habe ich nie draußen gepennt. Ne? Höchstens mal im Zelt oder so. Unser erstes Video war ja auch zusammen. Genau, das erste Mal so unter dem Tarp und sowas. Genau. Ich glaube, ich werde einfach dann eine Nacht ohne Equipment versuchen, irgendwie draußen zu pennen. Einfach so? Ja. Gar nichts? Ja. Dann macht ja keinen Sinn. Warum macht es keinen Sinn? Du hast ja da Zeug. Nimm doch einfach, mach doch einfach so,
Nimm doch einfach deine Sachen. Ich leg mir einfach so auf den Boden. Ja, aber bei 7 Tagen würde das ja nicht funktionieren. Da würdest du ja da spätestens nach Tag 2 sterben. Ich wechsle die Seiten. Immer auf der rechten Seite, aber auf der linken, immer auf dem Bauch, einmal auf dem Rücken. Ja. Haben wir schon mal 4 Tage. Ah, das klar. Hier war gerade eine ganz interessante Sache. Und zwar, nehmt euch einen Playboy mit. Naja, genau. Das ist alles im Kopf. Geh dich nichts an, sagt Martin, und Schlafmangel wegen den Mücken. Das wird eine lustige Nummer. Ich glaube, also nein, ich habe dafür eine Lösung. So, deshalb, Schlafmangel werde ich nicht haben. Man könnte ja auch ein Netz mitnehmen und sowas, ne? Die Frage ist, ob sich das so lohnt. Das ist das einer deiner Gegenstände, genau. Ja. Oropax. Hä, warum? Das ist eigentlich ein Gegenstand, ist das. Ja, bei dir ist es ja eher so, also wenn du halt Oropax mal schläfst, ist es eher so, dass wenn weil Leute der schnarcht oder sowas Geräusche genau, macht. Ja. Aber jetzt hier Geräusche vom Wald, Vögel zwitschern, ist ja eher beruhigend nicht. Irgendwie. Die jucken mich ja nicht. Ja. Gut, wenn jetzt da so ein wilder Tiger kommt oder so, den geht's nicht hören. Ich bin tatsächlich auch gespannt, weil wir sind sehr, sehr weit in der Wildnis, was wir da alles sehen und erleben werden. Ich bin echt ultra gespannt, ich bin sehr, sehr gehypt und weiß nicht. Bereitest du dich auch vorher vielleicht so ein bisschen drauf vor und guckst dir an, was es da für Tiere gibt oder für Pflanzen oder sowas halt irgendwie? Also so eine. Also die Flora und Fauna in Schweden kenne ich. Da war ich jetzt so viele Male und kenne mich da eigentlich ganz gut. Also da, aber jetzt explizit nochmal darauf vorzubereiten, nee. Weil du musst ja gucken, was du isst, ne? Und wenn du, sag ich mal, bist du der Pflanzenesser? Nee, du, weiß ich noch nicht. Ich lass mich da einfach komplett überraschen. Ich kann auch 7 Tage nicht essen. Oh, ein Fliegenpilz. Ein Erdbeer. Ein Vollsorge, ein Erdbeer. Ein Erdbeer. Bin gespannt auf deine Vorbereitung. Machst du ein Video? Denk mal schon, ja. Ich denke mal auch noch ein Video. Dürft ihr Kleintiere fangen und töten? Nein. Nein, das ist strengstens unmöglich. Wir dürfen keine Säugetiere fangen und töten. Außer wir finden irgendwas, was schon tot ist, dann dürfen wir es verwerten. Aber ansonsten, wir dürfen keine Tiere, also ja, gerade da hatte ich ja Schiss, dass wir nicht da irgendwie schon innerlich irgendwas... Ja, aber hey, man muss jetzt ja nicht essen, man kann damit noch eine andere Sache machen. Nee, nicht so. Nicht so was. Ich meine eher so, nee, aber so Schlafsäcke oder so eine Halskette? Oder? No, so Halskette. So Kopfkissen, so ein kleines Eichhörnchen als Kopfkissen. So Elchschädel einfach als Helm. einfach. Wenn die uns wieder rausholen, sehen wir alle komplett anders aus. Angeln ist erlaubt. Angeln ist erlaubt. Was aber nicht erlaubt ist, ist eine Angel. Aber eine Angel ist nicht erlaubt. Und das ist das Problem. Da haben wir das Problem. Richtig, wir als Hardcore-Angler wissen natürlich nicht, wie man das macht. Ich glaube, das wird das größte Problem. Ja, wir müssen selber irgendwie basteln. Dann. Survival? Gehört da auch Plündern zu? Ich meine, es geht ja schließlich ums Überleben. Ja, aber... Wir dürfen uns nicht wegbewegen, aber wenn ich jetzt da irgendwas finden sollte, was mir jetzt bringt, warum nicht? Oder? Wenn er jetzt zufällig mal... Weiß ich nicht. Ja, so ein aus Versehen runtergefallenes Eichhörnchen vom Baum oder so, meinst du? So ein Snack. Fische kann Martin nicht essen, er hat das letzte Mal auch keinen gefangen. Danke, Norm. Läuft. Und das mit der Angel. Ja, das stimmt, das tut mir leid. Laut dem Typen müsst ihr euch in Lebensgefahr bringen, nur dann ist es Survival. Ach, okay. Dürft ihr eine Kamera für euren Content mitnehmen? Nein. Wir kriegen GoPros. Wir kriegen GoPros, aber der Content ist alleine auf Fritz seinem Kanal zu sehen. Das ist eine riesengroße Webserie, die er quasi da auf seinem Kanal spielt. Die wird es nirgendwo anders geben. Macht ihr euch Sorgen um, also zum Thema, ne, Kamera, ja, aber alles für Fritz seinen Kanal. Max hat gerade gefragt, macht ihr euch um Wasser Sorgen oder einfach aus der Natur sippen, ungefiltert? Also ich weiß, dass die Seen relativ gute, die haben eigentlich Trinkwasserqualität. Ja, man sagt aber auch in Schweden, man soll aus der Mitte des Sees nehmen. Willst du jetzt mal rausschwimmen und dann einen Happen nehmen oder was? Macht einen Unterschied, ja. Und stell dir vor, da hat gerade ein Elch drin gekackt. Ja, oder da ist ein Tier verendet. Und du weißt es nicht. Elche sind jetzt Pflanzenfresser. Stimmt, wie nur. Ja, aber Bakterien haben die trotzdem in einem Darm. Ja, ist so besser, als wenn man das Wasser irgendwie abkocht oder irgendwie sauber macht. Ja, also mit dem Thema habe ich mich auch beschäftigt und habe dafür auch eine Lösung gefunden. Welche genau werdet ihr dann... Weil ich denke mir jetzt so, du brauchst da schon viel Wasser und einmal so Wasser trinken, was jetzt, ne, passiert nichts. Aber wenn du das wirklich jeden Tag... Ungefiltert? 2 Liter Wasser aus dem See einfach ungefiltert trinkst, das ist dann, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube auch nicht. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, das ist ein sehr, sehr gefährliches Thema. Da sollte man absolut vorsichtig sein, auch in Schweden. Was machst du mit Maya? Naja, da Haustiere nicht erlaubt sind, bleibt sie bei der Familie und wird quasi gehegt und gepflegt. Wie viele Tage nochmal? Hab's immer im Kopf? Hab's nicht mehr im Kopf? Na, 7. 7 Tage. 7 Tage, 7 Leute, 7 Gegenstände. Ja. 7. Ey, ich hoffe so sehr, dass wir Glück haben mit der Flora und Fauna, dass das noch nicht so weit vorangeschritten ist, weil August ist auch Blaubeerzeit in Schweden. Das wäre natürlich auch geil. Ja, aber auch hier Auge auf bei der Blaubeerwahl. Jeden Tag vom Blaubeer ernähren, dann geht's auch krachen. Kriegst du Durchfall. Safe. Wie lange wird es dauern, bis Money Ticks entwickelt? Hä? Entwickelt? Die habe ich schon. Die kommen dann nur... Die entwickeln sich nur weiter. Auf ein neues Level. Die werden geupgradet. Shelterbohnen oder was mitnehmen? Dürfen wir nicht erzählen. Macht jeder, wie er denkt. Ja, aber du musst... Wenn wir jetzt miteinander sitzen. Richtig. Aber gibt es dort auch Tiere, die euch auf den Hals gehen können? An den Hals gehen? Ja. Also ich weiß, dass es in Schweden genauso... Es gibt auch Wölfe und so, ne? Es gibt Wölfe in Schweden. Es gibt auch verbreitet Luchse. Die gibt es da auch. Und Erdbeeren.
Nein. Tatsächlich Wildschweine, also die normale Gefahr, wie hier auch. Sag mal, Elche und so, die meinen dich ja, die kommen ja nicht an. Ah, ey, ja, wenn der Elch dir zu nahe kommt und der hat gerade einen Kalb, sieh. Ich schreie ihn an. Ja, der ist aber 2 Meter groß und latscht dich einfach weg. Das interessiert dir nicht, dass du schreist. Die kennen keine Menschen da. Habt ihr euch schon Gedanken zu den Challenges gemacht bezüglich Ausrüstung und auch dafür anpassen? Ey, die Challenges habe ich, hab auch keine Ahnung, was hab ich komplett ausgeblendet. Ist mir scheißegal, was da für Challenge kommt. Wenn ich merke, dass es mir was bringt und ich kann es, mach ich's. Aber ganz ehrlich, ich will 7 Tage durchhalten. Scheiß auf die Challenge. Gibt es dann irgendwie, also, weiß ich nicht, muss man die machen? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ganz ehrlich. Da gibt es dann so ein Rating bestimmt unter allen, ne? Wer es am besten gemacht hat. Ja, oder selbst wenn. Und dann? Wenn die Belohnung ein Steak ist, okay, dann können wir drüber reden. Aber wenn die mich da einfach nur ficken wollen, sorry. Ja, doch, aber es geht einfach um die Ehre. Ich würde es einfach deswegen. Ja, na klar, um die Ehre. Ich möchte immer gewinnen. Ehrenvoll ist es, wenn du 7 Tage da durchhältst. Das ist ehrenvoll. Und alle Challenges das besser machst. Ja, mach doch. Ey, ja, wirklich. Das, ey, da habe ich gar keinen Bock drauf, wirklich. Ich glaube, wir freuen uns ein bisschen, Beschäftigung zu haben mit den Challenges. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, dass jemand mit dir redet. Ab Tag 2, 3, wenn du dein Ding gebaut hast, genau. Ne, wo du dann bist, was machst du denn so? Bewohner, versammelt euch. Oh, es redet jemand mit mir. Ja. Oder du hörst Stimmen und es ist gar keiner da. Das ist natürlich auch schwierig. Also ich bin ehrlich, ey, ich will das Ding für mich ist es selber auch eine Challenge. 7 Tage einfach durchzuhalten, da mal richtig reinzugehen. Ich bräuchte die Challenges nicht, bin ich ehrlich. Ja, und Ranger Woods schreibt genau das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Die glauben, die meisten, dass ich als Favorit ins Rennen gehe. Und das ist nämlich auch cool, wenn du, sag ich mal, als Underdog reingehst. Genau. Ach, genau, irgendwie die Erwartung, weißt du? Dann genau, denk so, ja, ey, wenn er 2 Tage durchhält, ja. ist er schon King. Wenn ich nur 2 Tage... Aber Survival Martin. Hat ja den Namen schon Programm. Ich denke so, scheiße. Oh Mann, ey. Ich sag schon, Tag 2, ich sitze da und heule. Mag mich nicht mit dir tauschen. Nee, ich find's auch scheiße, bin ich ehrlich so. Das ist so, du hast einen Druck, der ist von Anfang an da und präsent. Und das ist halt einfach doof. Und dann zu scheitern, ist nochmal schlimmer, als wenn du als Underdog einfach sagst, boah, ich hab's nicht geschissen gekriegt, mein Gott. Also ich würde dir zutrauen, wenn du was zu fressen kriegst, dass du es schaffst, 7 Tage. Easy. Du bist ein Kandidat, du legst dich einfach auf die Erde und schläfst. Dir ist das scheißegal. Du machst den menschlichen Burrito, das weiß ich. Ist dir kackegal. Den menschlichen Burrito. Ich bin da anders. Aber ich glaube, die Krux und der Schnitt entscheidet sich bei Tag 4. Tag 4, wer da safe, easy peasy reingeht, der macht auch noch durch bis 7. Weil, was wir dir gesagt haben, weißt du, ja, auch viel gesagt, man hat auch schon 14 Tage ohne Essen durchgehalten. Ja. Aber wenn du draußen bist und du musst halt irgendwie Leistung bringen, ist das noch was anderes. Eine ganz andere Nummer. Vor allem, ich weiß noch genau, was das für eine Quälerei war. Und es ist, ich glaube, 80% oder 70% Kopf. Ja. Die anderen Prozente macht der Körper schon mit. Pilze, Cambium, Erdbeeren, Krebse, 7 Tage reicht das aus. Pah! Pilze? Roh oder was? Cambium? Du kannst Pilze roh essen, Ranger the Woods ist zwar eine geile Idee, dass er sagt, Cambium ist diese Schicht an der Rinde, die man fressen kann. Ich habe sie mal probiert. Es ist absoluter Schmutz. Das hat null Nährwert. Da kannst du auch Pappe fressen. Ja, guck mal, das ist auch sowas wie, wenn ich jetzt eine Pflanze habe, die vielleicht ein bisschen, weiß ich nach Zitronenmelisse schmeckt oder sowas. Das ist gut aber, für den Geschmack, ja, aber bringt keine Kalorien. Nein. Einfach direkt weg. Ja. Ich glaube, keiner wird abbrechen. Oh doch. Ich glaube nicht, dass er durchkommen kann. Unterschätzt 7 Tage nicht. 7 Tage ist eine Woche. Das ist geisteskrank viel Zeit. Timo schreibt, Instagram-Stories fallen auch weg in der Zeit. Ja, leider. Absolut. Das ist gar nichts. Also nichts. Ihr werdet auch bestraft. 7 Tage weder von Fritz, von dir, von mir nichts, von Bommel, von Niklas nichts. Und von hier der Fahrradfahrer, ich weiß nicht, wie er heißt. Fabio, genau. Ja, ich denke auch, 3 von 7 werden abbrechen. Ich glaube, so fast 4. Also 2 auf jeden Fall. Einfach weil körperlich... Weil es geht ja auch darum, du kennst ja den Körper nicht. Also die wenigsten wissen, wie verhält sich der Körper nach 3 Tagen ohne Essen. Ich kann mir auch super vorstellen, dass Fritz irgendwann zusammenbricht oder so. Weil ich habe es auf dem Mammutmarsch erlebt, da hat er halt auch... Ich sehe Fritz immer nur am Essen. Der ist genau, der braucht so viel Futter, wenn er das nicht schafft, dann wenn er nichts zu essen rankriegt, dann geht Fritz auch krachen, bin ich mir sicher. Bei ihm steht und fällt alles mit dem Essen. Glaube ich auch, ja. Luxus braucht er nicht, der braucht keine Ausrüstung groß. Der kann auch stinken und sowas. Der kann, das ist ihm völlig scheißegal. Aber... Wenn es ums Essen geht und der nichts kriegt, dann wird der richtig eklig. Ja. Essen sind wir auf der Rettungsinsel. Da. Ja, nach 2 Minuten. Nach 2 Minuten Survival-Stellung. Kauerstellung. Ja. Damit verabscheuen wir uns. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Ich hab euch lieb. Küsschen aufs Nüsschen. Und wir sehen uns morgen. Ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.